Brexit dank Jörg Haider? Na wui. Das ist nur eines der vielen Facebook-Postings, die die unglaubliche Theorie in Umlauf bringen. Vor 8 Jahren tödlich verunglückt soll ausgerechnet Jörg Haider den Brexit erst ermöglicht haben. Und tatsächlich, Artikel 50, den Großbritannien jetzt aktiviert hat, hat in Jörg Haider seinen Ursprung. Das berichten das US-amerikanische Portal The Politicon und der angesehene britische Independent. Rückblick ins Jahr 2000. Anfang Februar bricht ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel ein Tabu. Als Dritter nach den Nationalratswahlen holt er die FPÖ von Jörg Haider an Bord und führt als Kanzler eine schwarz-blaue Regierung an. Ein No-Go für den Rest der EU-Staaten, die bilaterale Sanktionen gegen Österreich verhängen. In Brüssel kommt man jetzt drauf, dass es für den Fall, dass ein Land in eine diktatorische Richtung tendiert und die Union verlassen will, oder dass die EU ein unliebsames Mitglied loswerden will, gar keine rechtliche Grundlage gibt. Erst daraufhin wird Artikel 50 sozusagen erfunden. Von Lord John Kerr, einem Briten, der jetzt diese Geschichte enthüllt. Einerseits sollte Artikel 50 also den Rausschmiss von unliebsamen Ländern erleichtern, andererseits aber auch EU-Skeptikern wie Haider und Co. das Argument nehmen, als EU-Mitglied sei man auf ewig in der Union gefangen. Jörg Haider also der Gründervater der Regelung, wie Staaten aus der EU ausscheiden können. Ein unfreiwilliges Politerbe jenes Mannes, der um die Jahrtausendwende der Schrecken Europas war.